Hey Leute, hier ist wieder Rex103. Dieses Mal mit einem weiteren Teil des Berlin-Mogs, also dem ersten richtigen Teil. Und das Ankündigungsvideo habe ich vor 2 Wochen aufgenommen. Habe jetzt auch weit gebaut und wollte jetzt schon mal den ersten Fortschritt zeigen. Der nächste kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. Mittwoch, Donnerstag, so um den Dreh. Damit es auch im Abstand ist. Ja, fangen wir an. Hier sehen wir erstmal diese schöne Straße mit meinem selbstgebauten Panzer. Kommen wir gleich zu. In der Straße sind auch über diese ganzen kleinen Löcher, das heißt mit diesen Slope Slabs da und diesem einmal eins Noppen in rund und einmal in kein Noppen drauf und auch über so Sandflecke. Das ist noch nicht ganz fertig, das muss ich noch zu Ende bauen. Dann fangen wir schon mal hier vorne an. Bei meinem selbstgebauten Panzer, den wir auch schon von Vietnam kennen. Der ist jetzt zu Ende, das heißt, der hat jetzt auf beiden Seiten noch die Ketten. Beim letzten Mal haben mir ein paar Ketten noch gefehlt. Der fährt auch über Lego. Und hat jetzt auch so kleinere Teile hier, weil die großen fand ich sah nicht so schön aus. Und man kann jetzt das Ding komplett drehen, dass es auch gerade ist, weil vorher war es schief. Und die Kanone ist verstellbar. Und hat noch ein Kaliber 30 mm Dings. Goldfarben. Und ich wollte eigentlich das mit deinem Unboxing aufnehmen. Zusammen, aber mein United Bricks Unboxing, was ich vor 2 Wochen bestellt habe, also nicht Unboxing, sondern mein United Bricks Paket ist noch nicht angekommen. Ist wahrscheinlich wieder irgendwo nach Afghanistan geliefert worden. Und jetzt habe ich halt das Problem. Ich hab's nicht. Und ich habe ein paar neue Figuren und alles. Und die werde ich damit aufnehmen. Aber das zeige ich jetzt einfach so, weil ich keine Lust mehr habe. Weil das kommt dann wahrscheinlich ja nicht an. Dann muss ich wieder neu bestellen. Es gibt die Hälfte der Sachen nicht mehr. Und ist ja jetzt auch egal. Fangen wir auf jeden Fall einfach mal an. Ich habe mir den M1 Garand. Also, M1 Garand sag ich schon. Den Ranger hier bestellt. Mit der 2 hinten auf dem Helm finde ich voll schön. Und dem kompletten Accessoire hinten. Und vorne dieser Ranger-Beutel, also die ganzen Taschen für die Munition. Dann habe ich mir 3 russische Torsos noch bestellt dazu. Also einmal ein PPSH-Torso. Natürlich mal ein Russen. Und dann noch ein Meussner-Gun. Torso. Finde ich auch ganz cool. Die sehen auch von hinten beide gleich aus. Von vorne hat er das PPSH-Teil und er hat das Meussner-Gun-Ding. Und noch ein Meussner-Gun-Torso und die haben jetzt auch beide eine Meussner-Gun. So heißt die, glaube ich. Und ich habe mir nochmal für meine Deutsche Armee, für die Wehrmacht, ein STG, so ein STG. 45 Torso bestellt. In dem Unboxing, was nicht angekommen ist, also was wahrscheinlich auch nicht mehr ankommt, da muss ich nochmal alles nachbestellen. Die Hälfte der Sachen gibt es nicht mehr. Waren halt 4 Carbine 98 Torsos, 3 MP40 Torsos und noch ein paar Torsos von den Amis und noch so MG Gunner und sowas halt. Aber gut, was willst du machen? Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch den weiteren Fortschritt. Habe ich schon mal angefangen mit der Mauer hier zu bauen. Hier ist sie noch komplett, hier ist sie auch noch komplett, da ist halt schon ein Loch drin. Hier ist auch ein bisschen was kaputt von dem Teil. Da ist auch was kaputt, da ist nochmal ein Loch mit so einem kaputten Stück. Hier fehlen mir noch ein paar Steine für. Hier muss ich noch so ein Zauntor oder so ein Ding halt finden. Dann ist hier hinten eine Sanddings, Sandpalisade mit einer Pack 36. Ich habe die noch, glaube ich, in keinem Video gezeigt und mir hat sogar ein Zuschauer unter die Kommentare geschrieben, ob ich eine Pack 38 oder eine Pack 40 habe. Grüße gehen raus. Ja, habe ich. Also halt einmal die in Grau und noch einmal hier hinten im Schrank mit den ganzen Sachen. Eine in Tarnfarben. Finde ich cool, dass das ein Zuschauer von euch gesehen hat. Wie gesagt, Grüße gehen raus und ja, jetzt zeige ich mal ein bisschen weiter. Die Packstellung mit 2 verbrauchten Kugeln, also in diesem großen Magazin und halt noch ein paar da drin. Dann haben wir hier hinten so einen kleinen Chill-Bereich. Oh. So ein kleiner, also was heißt, ich so ein kleiner Park mit so einem größeren Baum und so kleineren Pflanzen da und halt ein bisschen unebenem Boden. Dann hier vorne ein kaputtes Fenster, auch mit den Bricks und ja, da geht's ja mal rum. Hier fehlt auch noch ein paar Bricks, aber auch noch ein kaputtes Fenster. Und hier drin ist schon mal dieser erste Büroraum mit ganz viel Papier, Briefen und oder irgendwelchen Zeug und so einem Funkgerät-Teil. Und da hinten, das finde ich sogar ganz cool, habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, habe ich in so einem, Brickfilm irgendwo gesehen. So als durchsuchte Ordner. Also diese Karteiordner. Da ziehst du so eine Schublade raus, dann sind da so Karteikarten drin.
sowas soll es darstellen. Steht hier hinten, das bleibt auch offen da hinten. Dann ist hier dieser Eingang, dieses Tor ist auch rund. Hier liegen ein paar Glasteile, die ich noch brauche, ein paar von den 1x8er Fliesen. Die dann hier vorne als Dings vorkommen. Da ist ja eine kleine Statue in Dark Grey. Mit ein, also das ist halt diese Herr der Ringe Statue mit dem Stahlhelm drauf. Dann ist hier nochmal so ein kleines Bürogebäude, also was heißt Büro, so ein kleines Zimmerchen mit einer Lampe da, einem Glas. Und hier muss ich auch gucken, was da reinkommt. Eine Lüftungsanlage wie da auch. Das ist auch nochmal so ein kleines Fenster. Und hier hinten kommt dann nochmal so ein größerer Büro, also so ein Büro von dem Chef oder so hin. Hier liegen dann Top-Infos des Tages. Einmal ist das Azkaban ausgebrochen. Eine Lampe, die ich auch selbst designt habe. Dann eine leere Flasche, ein Glas und dann habe ich hier Pläne für weitere Angriffe von den Amis und so. Also hier sind die Fassade immer noch offen. Dann kommen hier so ein paar Soldaten hin. Und ja, das war's eigentlich. Aber eine Sache muss ich euch noch zeigen. Weil die Wand kostet echt viele Steine. Habe ich mir 60. Oh, Panzersperren weg. 120. 240 wieder Steine mit Profil in Nougat oder wie heißt es nicht? Aber mit Nougat heißt das halt. Und ja, für 40 Euro, was ich auch richtig billig finde. Also das heißt billig, ist halt schon teuer, aber für so viel für so viele Steine ist es gut. Ich habe auch Angebote gesehen, da haben die irgendwie 50 Steine für 80.000 Euro verkauft und ein Stein für 27 Cent, das fand ich dann auch zu viel. Also auf jeden Fall möchte ich gleich noch ein bisschen mit weiterbauen. Dann würde ich sagen, Leute, das war's. Das war hier so ein kleiner Überblick über das bisherige Mod. Und ja, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.